Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödlicher Obsession mit mir von New Gambles als Hobby aus dem Bergtempel. Wir sind kurz vor Kämpfen und ja, schauen wir mal, ob wir es überleben oder nicht. Sonst fangen wir hier wieder an. Wir kennen es ja schon mittlerweile. Nö, hier komme ich nicht rüber. Hä? Ach so. Hier geht's rüber. Hier gibt's aber nichts zum Finden. Oh, nicht gut, nicht gut. Sonst geht's hier nirgends hin. Wo ist der andere? Schon direkt weg? Ach so, aus dem könnte ich jetzt so gesehen eine Bombe machen. So, hier gibt es nichts zum Sammeln. Da, generell da unten steht Sammelobjekt in aktueller Region 0 von 0. Das ist schon mal gut. Können wir zumindest nichts Wichtiges übersehen. Allerdings gibt es natürlich auch noch antike Mülleimer zu finden oder so. Auf der richtigen Spur. Immer schön links fahren, wie in England. Okay, da geht's nicht hoch. Vorsicht. Eschipalchuko, so okwautan, tak belama. Maukatuyal, tuskutati kuba, lekushul makobo. Oksahola le no no. Vale mis balu belal. Yankoxik tu yole, kukulkan le bejo. Minha, minma. Masha ne. Scheiße! Jetzt wollte ich nachladen drücken. Ich schieß mit vollem Bogen. Okay, der hat mich leider dummerweise auch noch gesehen gehabt. Naja. Waren ja nur die zwei. Ja, es klingt an der Kaserne. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Kimen, Kukulkan Kunkamik. Unach Ubin Katbil Cholalelo. Kuntul Kimen, Kuntulin Lakon. Chimbaltesh le Kuchila. Matunzokolutan. Oh!
Jetzt muss ich dieses Tor öffnen. Wie schon alle tot. Okay. Toll, ich wollte doch noch auch auf jeden Fall Dings mal ausprobieren. So eine Schrapnell-Explosion, weißt du, wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Also hier scheint dann ja wohl keiner mehr zu sein. Cool. Okay, ist aber keine Herausforderung. Nein. Diese kleinen Dinger sind rot. Das gibt's nicht. Okay. Ich habe jetzt schon gedacht, es wäre eine Herausforderung. Das wäre es jetzt echt gewesen, wenn so kleine Dinge eine Herausforderung wäre, die kaputt zu machen. So Götzenbilder wie hier, weißt du? Achso, nee, die kann ich benutzen. Okay. Rauchbomben herstellen, okay. Na gut, Rauchbomben brauchen wir nicht unbedingt. Raucht doch so schon ganz leicht. da haben wir noch Fett. Das wäre es echt gewesen, wenn das eine Herausforderung gewesen wäre, ey. Hätte man sogar noch verstecken können und sowas. Also hätte man anscheinend sehr, sehr gut irgendwie mit Schleichangriffen arbeiten können. Okay, kann ich nichts aufnehmen. Da haben wir noch Fett. Hier hinten waren wir auch noch nicht. Ach so. Okay, hier gibt es wohl generell nichts mehr. Das heißt, wir können eigentlich jetzt zum Tor. Es läuft.
Hier brauchen wir wohl die Schlange. Den Schlangenschlüssel. Ups. Damit ist wohl die Königin gefangen genommen worden. Also die rechtmäßige Königin, so gesehen. Jonah. Wie geht's, Ansley? Gut. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Tun wir, was wir tun müssen. Hui, wo sind wir denn hier? Das Auge der Schlange. Was ist das? Ein Fähigkeitenpunkt. So, wir haben noch kein weiteres Lager gefunden. Das ist scheiße. Hinten ist auch keins, ne? Irgendwo versteckt im Schatten oder so. Nö, nee, nichts. Scheiße. Ich muss auf Nummer sicher gehen. Ich werde jetzt hier nochmal durch und gucken, ob hier jetzt nochmal ein Lager ist oder nicht. Ich habe keine Lust, dass ich das ganz normal machen muss, aber wie es aussieht, falls... Also, wenn ich sterbe. Aber wie es aussieht... Nee, ich muss das Ganze nochmal hier machen, falls ich sterbe. Scheiße. Müssen wir gut aufpassen. Und hier gibt es immer noch 0 von 0 Sachen zu finden. Das ist schon mal etwas. Oh, wei. Was war das eh, ne? Na eh ja. Eh ja. Eh ja. Okay. Zum Glück muss ich nicht mehr auf E drücken, wenn es kurz vor knapp beim Runterfallen ist. Durch das eine, was ich ganz am Anfang mal erhöht habe mit Fähigkeitspunkten, irgendwas mit Affe, keine Ahnung. Muss ich kein E mehr drücken. Wenn es im Inbegriff ist, abzustürzen oder sowas. Oh yeah. Was sind das für Geräusche ständig? Dankeschön. Ich würde mal sagen, ins Wasser darf ich nicht fallen. Dafür ist die Strömung wohl zu stark. Okay, da haben wir einen Ast zum Schwingen. Schwing dein Ding, Lehrer. Sehr schön. Wer baut denn sowas? Puh.
als wäre es der einzige Weg. Okay. Na denn. Was haben wir hier? Nichts. Kein Erz. Oh, Mülleimer. Okay, kann ich hier irgendwo stehen? Nein. Kann ich meine Sachen gar nicht essen, um länger die Luft anzuhalten? Na toll. Na, das wird hier wieder was. Ach, hier kann man schon wieder auftauchen. Dass ich die nicht direkt verspeisen kann hier unten. Die Ausdauerpflanzen. Okay, hier gibt es wohl nichts. Wo sind wir denn jetzt? Der reißende, tosende Fluss ist wohl irgendwo hinter uns. Wir sind so ein bisschen unter ihm drunter hindurch. Ich höre auf jeden Fall schon wieder Brüllaffen. Feder? So, hier haben wir auf jeden Fall nichts zu sehen. Und wir haben, ich habe gerade gesehen, 20 Sachen zu finden. Doofe Sache, okay. Oh, mit Regenbogen, wie geil. Da unten scheint ein Tempel zu sein. Ist ja geil. Mit Regenbogen. Das habe ich bei meiner Freundin gar nicht gesehen auf der PlayStation. Wahnsinn. Krass, ey. Wenn ich ranzoome, kann ich die Pflanzen da unten sehen. Hä? Was? Ah. Ich würde sagen, das ist tief. Ja, ein Basislager. Wie schön. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Schon wieder voll. Oh. Ein Tagebuchseite von T. Serrano. 29. November 1603. Lopez fragte mich beim Abendessen, ob diese Heiden meiner Meinung nach der vermeintlichen Macht des Artefakts würdig seien. Ich musste zugeben, dass die Paitizianer zwar einen aufrechten, strebsamen Eindruck machen, angesichts ihrer über kräftige Muskeln gespannten straffen Haut und ihres Mangels an Schamgefühl, aber doch eher Tieren gleichen. »Und was ist mit den Oberhäuptern unserer Gesellschaft?«, fragte er weiter. »Sollten sie einfach mit ihren parfümierten, beringten Fingern wedeln können und erwarten, dass wir gehorchen? Dass wir zurückkehren und uns neben sie setzen, wenn sie uns rufen? Behandeln sie uns nicht auch wie minderwertige Wesen, wie Tiere?« Darauf hatte ich keine Antwort. Was er gesagt hatte, war Ketzerei und Verrat. Und doch fragte ich mich, ob es nicht in gewisser Weise die Wahrheit war. Das war es auch. Er hatte den Durchblick.
So, wir haben uns jetzt schon mal auch alles eingesammelt. Dann können wir jetzt also auch schön speichern. Holz, meine Güte. Hoffentlich ist Onoratu okay. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle braucht. Hoffentlich ist sie okay. Also es ist schon heftig, oder? Man weiß nie, wie viel die redet. So, kann man irgendetwas verbessern? Von unseren Waffen, die wir besitzen, nicht, nein. Aber das ist mir jetzt auch mal egal. Wir haben so viele Ressourcen. Achso, nein, das da. Das will ich nur upgraden. Das war unsere erste Waffe hier. Oha, da geht mein ganzer Stoff drauf. Oh, Präzision ist dann komplett voll. Das ist viel. Mist. Das letzte geht nicht mehr. Scheiße, da fehlt mir ein Bergungsgut, ey. Und das hier müssten wir, glaube ich, auch noch, genau. Nee, das ist voll. Stimmt nicht. Warum ist er dann so ein Pfeil? So zum Upgraden? Was habe ich jetzt an? Okay. So, wir sind bei 23 Minuten. Das heißt, hier hören wir mal auf. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödlicher Obsession. Mit einem Kampf, der dann doch irgendwie relativ zügig zu Ende ging. Naja, okay, so ist es halt. Dafür wird es jetzt noch gleich bald viel schlimmer. Wir sind jetzt bei 50% abgeschlossen, sehe ich gerade unten links. Wir haben jetzt die Hälfte des Spieles. Hey! Zumindest an Fundsachen. Na gut, da haben wir etwas mehr als die Hälfte. Okay. Ja, das Spiel habe ich schon genannt. Schwierigkeitsgrad habe ich auch schon genannt. Okay. Ihr dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch ein Abo, falls ihr neu bei mir seid. Herzlich willkommen dann übrigens. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder bei einem anderen Let's Play von mir. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß und auf Wiedersehen. Das war ich von Nürnberg Gameplays als Hobby. Tschüss.